Hallo, mein Name ist Vladimir Antonov. Mit diesem Video starte ich eine eigene Videoreihe, in der ich live traden werde. Sobald ich einen Trade sehe oder halt Trade-Möglichkeiten, werde ich diese live traden und dabei ein Video aufnehmen. Dieses lade ich dann hoch. Das hat den Zweck, dass Sie dann zeitnah dieses Video auch anschauen können und direkt nachtraden können. Um keines der Videos zu verpassen, sollten Sie diesen Kanal abonnieren, damit Sie auch wirklich über jedes Video sofort benachrichtigt werden. Zum Traden werde ich meine eigene Trade-Software benutzen, TradePanel. Diese können Sie auf meiner Webseite www.antonovea.com herunterladen. Diese befindet sich bei den Software unter kostenlos. Fangen wir einfach mal an. Wir haben vor uns einen Euro-USD-Tageschart und wir suchen oder ich erkläre Ihnen meinen Einstieg, warum ich diesen Einstieg machen möchte. Und fangen wir einfach mal an. Wir haben hier den Euro-USD-Chart und wir sehen, wir sind jetzt in einer Aufwärtsbewegung. Wir haben das letzte Hoch hier durchbrochen und sind bis zum nächsten Hoch oder Tief gegangen. Das heißt, wir machen jetzt an dieser Stelle eine Pause. In so einer Situation besteht die Möglichkeit, dass man wieder abprallt von dem Tief bis zum davor das Tief, dass man bis dahin sich wieder erholt oder halt eine Pause macht. In dem Fall wäre es das Hoch hier, dieses Tief hier links und das Hoch hier vorne ist ein und derselbe Punkt. Das bedeutet, es ist eine Support-Resistance-Zone, wo der Kurs sich auf jeden Fall erholen wird oder halt wo der mal hin und her gehen, also eine Seitwärtsbewegung, kurze Seitwärtsbewegung gehen wird. Das heißt, wir können dieses Level nutzen, kurz gesagt. So, ich setze jetzt einfach einen Trade ab. Dieses Mal keine Pending Order, weil wir haben den Einstieg schon hier vorne verpasst bei diesem Hoch. Und ich würde jetzt einen Sell Trade eingehen und zwar mit dem Ziel bis nach hier unten. Und als Stopp würde ich hier diese Spitze nehmen. Diese Spitze oder hier die letzte Spitze, wo wir auch abgeprallt sind. Das machen wir jetzt einfach. Wir geben jetzt hier das Take Profit. Als Risiko nehme ich 0,2% vom Deposit an. Und Stop Loss habe ich jetzt hier auch. Genau, so machen wir den Stop Loss. Und als Take Profit nehmen wir hier dieses Level so. Das heißt, wir haben jetzt ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 3,2 zu 1. Wenn wir gewinnen, haben wir dann sozusagen 0,6% gewonnen. Wenn wir verlieren, verlieren wir 0,2%. So, diesen Trade gehe ich jetzt live ein. Eingehen. Moment, ich habe hier vergessen, das Auto-Trading zu aktivieren. Jetzt nochmal in den Trade eingehen. So, zack, Trade ist platziert. Da der Euro-USD und British Pfund etwa gleiche Bewegung haben, dann sage ich mal, wenn der Dollar schwach ist, gehen beide halt hoch. Um das Risiko jetzt zu verteilen bei den Trades, würde ich jetzt in dem britischen Pfund einen Buy Trade starten. Das heißt, wenn der Euro USD ins Minus läuft, läuft der britische Pfund ins Plus. Und zwar würde ich hier jetzt auch einen Live Trade setzen, weil wobei hier könnte man auch einen eine Pending Order hier oben setzen. Aber ich würde jetzt einfach nur mal riskieren, einen Beitritt zu setzen, weil wir sind schon im Markt drin, im Euro-USD und um das Ganze zu hedgen, mache ich jetzt einfach einen Live-Trade sozusagen, also keine Pending Order. Das sind so, sag ich mal, die Risikotrades. Als Ziel würde ich mir als erstes das hier aussuchen. Also die nächste Spitze, das ist in diesem Fall diese hier. Und als den Stop-Loss hätte ich hier das letzte Tief, also hier diese Zacken hier genommen. So, das hier. Weil der ist ja immer dann hoch und dann war das sozusagen, wie, also hier ist er abgeprallt und dann wieder hoch. Und dann, wo der das durchbrochen hat, ging er halt auch nach unten komplett. So, das würde ich mir auf jeden Fall als Stop-Loss setzen. Und hier haben wir ein Verhältnis von 2 zu 1. Also in beiden Fällen ist das egal. Verlieren wir hier, wenn alles gut geht, gewinnen wir dann hier. Oder wenn wir hier verlieren, machen wir das Plus wieder hier.
Wir müssen ja mit der Strategie praktisch, um auf plus minus 0 zu kommen, mit dem Risiko von 2 zu 1, können wir 2 verlieren und brauchen nur 1 zu gewinnen, sind wir bei plus minus 0. Da wir hier aber nur 1 verlieren von beiden, sind wir so oder so im Plus. Also im besten Fall. Es kann auch schief gehen. Es kann auch sein, dass beide schief gehen. Aber das Risiko müssen wir eingehen und wir verlieren nur 0,2% pro Trade. Das ist ein akzeptables Risiko, denn Trade setze ich jetzt ab. Auf Trades setzen. So, diese Trades werden wir auch dann mit verfolgen, wie die verlaufen. Dazu gibt es halt dann später weitere Videos. Schauen wir uns den Chart Dollar-Kanadisch an, also USD-CAD. Hier sehen wir auch eine Abwärtsbewegung und ich sehe jetzt hier zu diesem Zeitpunkt eine Trade-Möglichkeit, und zwar wenn er diese Spitze hier durchbricht nach unten. Ja, wenn er hier das Level durchbricht, dann würde ich als nächstes Ziel diese Spitze hier setzen. Also mindestens diese Spitze oder sogar diese. Wir nehmen erstmal diese Spitze und als Stop-Loss hätte ich jetzt dieses hier genommen. Und das machen wir jetzt auch. Wir markieren jetzt, was wir brauchen. Wir wollen einen Einstieg definieren, wir wollen einen Take-Profit und einen Stop-Loss definieren. Das bedeutet, als Take-Profit setze ich hier hin. Also der Stop-Loss springt automatisch an die Stelle des Take-Profits. Dann passt es sogar hier. Und als Einstieg nehme ich mir dieses Level hier. Dieses Level. Der Stop-Loss wäre hier. Wir sehen, dass wir jetzt ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 1,4 zu 1 haben, was man auf gar keinen Fall machen sollte, weil dann begibt man sich automatisch in eine Zwickmühle. Weshalb ich mir jetzt das Ganze weiter anschaue. In der Vergangenheit, wie das in der Vergangenheit verlaufen ist bei diesem Level, ob sich das lohnt, dieses Take-Profit weiter nach unten zu verschieben. Wenn wir jetzt weiter zurückgucken, ist hier eine glatte Bewegung gewesen. Das heißt, wir gucken einfach mal weiter, was in der Vergangenheit war. Der Take-Profit ist hier. Okay, das heißt, in der Vergangenheit ist der Kurs auf jeden Fall weiter tiefer gegangen. Bis zu diesen Levels. Wir verschieben das einfach mal nach der Vergangenheit direkt. So, bis hierhin. Das ist automatisch hier Widerstand, Support. Also das Level würde passen, dass er bis hierhin runter geht. Und schauen uns, ob das jetzt hier passt. Und es passt. Das heißt, wir haben jetzt ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 2,5. Ein realistisches Chancen-Risiko-Verhältnis. Und ja. Ich denke, diesen Trade gehen wir jetzt ein. Sell. Zack. Der Stop-Trade steht. Nach oben würde ich jetzt erstmal keine Trades eingehen, weil heute nicht. Wir müssen erstmal beobachten, wie das Ganze jetzt sich verhält. Schauen wir uns einen weiteren Chart an. OutUSD. Hier sehen wir auch, wir sind an einem ja, mehr oder weniger Widerstand. Das würde ich mir gerne auch in der Vergangenheit jetzt anschauen. Dann scrollen wir zurück. Okay. Wir haben jetzt hier hoch durchbrochen. Und ja, wo wir diese hier durchbrochen haben, hier, dann sind wir eigentlich schnurstracks bis zu diesem Widerstand gegangen oder halt diese Spitze. Das heißt, wir können das jetzt auch ausnutzen. Dieses Level. Das machen wir auch. Das waren etwa 80 Pips in der Vergangenheit. Das ist ungefähr, ja, das ist diese Spitze. Um das Ganze jetzt ein bisschen genauer darzustellen, aha, dann sehen wir. Okay, das heißt, wir sind praktisch schon wieder hier über dem Einstieg. Also wir haben diese Spitze hier durchbrochen, das Level. Wir haben praktisch den Einstieg für eine Stop-Order verpasst. Das heißt, man muss sich jetzt entscheiden, geht man jetzt eine Marktorder ein oder lässt man das sein? Ich sage, ich gehe jetzt eine Marktorder ein. Und zwar mit den Zielen. Ich markiere mir jetzt diese Ziele. Als Take-Profit nehme ich mir diese Spitze. Und als Stop-Loss nehme ich mir das hier drunter etwa.
So würde ich mir das machen. Ja. Schauen wir uns das Ganze mal kurz in der Vergangenheit an, ob der Stop-Loss auch richtig gesetzt ist. Und zwar, ja, ich würde sagen, wäre idealer, wenn er unten wäre. Wenn er etwa so hier wäre, aber dann hätten das Chancen-Risiko-Verhältnis wieder nicht gepasst. Das wäre das Ideale, aber wir haben hier auch auf jeden Fall eine Zone, in der der Kurs, sage ich mal, ein Support hat, weil hier ist eine Spitze, also das ist auf jeden Fall so eine Stoppzone. Wir sind mitten in der Stoppzone. Das ist auf jeden Fall jetzt in meinen Augen ein risikohafter Trade. Ein risikohafter auf jeden Fall. Und sieht man das, schaut man sich das in D1 an in der Vergangenheit, hat man aber auch hier Unterstützungslinien. Also diese Spitzen hat man als Unterstützung. Also würde das auch gehen, dass auf jeden Fall dieses Level, was ich als Stop-Loss gewählt habe, auf jeden Fall auch Unterstützung in der Vergangenheit war. Oder halt so ein Level, wo der Kurs schon mehrere Mal abgeprallt ist. Das heißt also, ich entscheide jetzt für mich, ich gehe diesen Trade auch ein. Weil man kann jetzt nicht alles aussortieren, das ist mir zu risikohaft und sonst was. Weil, wie gesagt, wir gehen 0,2% ein und wir können halt viele Trades verlieren, ohne jetzt groß ins Minus zu rutschen. Ich gehe jetzt diesen Trade ein. Zack. Schauen wir uns einen weiteren Chart an. Einen neuseeländisch USD-Dollar. Schauen wir uns erstmal ein höheres Zeitfenster an. Auch hier geht es nach oben, weil der Dollar schwach ist. Im D1 sehe ich sofort, also wenn er jetzt hochgeht, hat er auf jeden Fall Platz bis hier oben. Also bis hier, wenn er jetzt hochgeht, wird er auf jeden Fall bis hierhin so gehen. Diese 80, 100 Pips wird er noch weiter runtergehen. Falls er jetzt runterrutschen sollte, also wenn er runterrutscht, dann auf jeden Fall auch wieder bis zu diesen Spitzen hier. Also da sind auch wieder 100 Pips hoch, 100 Pips runter. Ich halte jetzt Aussicht nach einem Scalp-Trade, mehr oder weniger Scalp-Trade. Und das mache ich in den niedrigeren Zeitfenstern. Was könnte man hier nehmen? Könnte oder könnte man nicht? Wir sind auf jeden Fall in so einer Zone wieder, wo der hin und her geht. Also man sieht das hier immer hier. Hier, dann hier. Das ist immer wieder dasselbe. Es wiederholt sich einfach immer wieder. Das heißt, das sind 25 Pips Zone ist das, okay. Dann könnte man jetzt sagen, okay, wenn wir aus dieser 25 Pips Zone ausbrechen, gehen wir entweder ein Sell oder ein Buy Trade ein. Wir machen das in beide Richtungen. Wir machen das einfach in beide Richtungen und zwar. Okay, holen wir das Trade-Panel raus. Wir brauchen als Einstieg eine Stop-Order. Die setze ich hier. Als Take-Profit nehme ich mir das hoch. Ja, das passt. Das ist dieses Hoch. Man sieht schön diese Spitzen. Wer sich ganz sicher ist, dann kann man hier dieses hier nehmen. Als nächstes Ziel. Und als Stop-Loss. Also wenn er da jetzt durchbricht. Meiner Meinung nach, dann geht er sauber nach oben. Also er wird wahrscheinlich bis hierhin sauber durchgehen und dann wird er hier ein bisschen, na sag ich mal, Pause und das Ziel endgültig erreichen. Würde ich aber hier als das als Stop-Loss markieren. Ja, so etwa. Weil hier ist, sage ich mal, Unterstützung, diese Spitzen. Ja, also vielleicht hier sogar noch ein bisschen tiefer, falls er nicht pipgenau landet, also keine Punktlandung brauchen, dann gehen wir ein bisschen runter. Haben wir immer noch ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 2,8 zu 1. Und ich sage jetzt, ich gehe jetzt diesen Trade ein. Ich drücke auf Deal und Trade. Nach unten würde ich mich auch absichern bei diesem Währungsbau auf jeden Fall. Weil das sieht vielversprechend aus. Den Stop-Loss setze ich schon mal dahin. Also einfach nur verschieben, damit ich die Linien habe.
Als Einstieg würde ich mir dieses Level hier aussuchen. So etwa, ja. So, ja. Weil wenn man in die Vergangenheit anschaut, der ist hier richtig sauber durchgegangen. Wieder sauber durchgegangen. Und wenn er jetzt wieder, sage ich mal, nach unten kommt, wird er wieder sauber durchgehen. Als Stop-Loss sehe ich auf jeden Fall einen sauberen Stop-Loss hier bei dem aktuellen Kurs, weil das ist hier sozusagen ein Widerstand. Das hier, das letzte hoch, könnte man sogar ein bisschen höher machen. So, und als Take Profit hätte ich jetzt Moment, losgelassen. Hätte ich jetzt das hoch hier so etwa genommen. Ja. Haben wir etwa einen Chancen? Ja, wir haben sogar ziemlich 2 zu 1. Und ich sage, ich gehe jetzt diesen Trade auch ein. So. So, der wird heute auf jeden Fall noch ausgelöst, dieser Trade, weil wir sind in einem kleineren Zeitfenster. Und ja. Genau, so, dann gucken wir uns noch einen Rohstoff an, und zwar das Erdöl. Das ist extrem volatil immer. Gucken wir uns das erstmal in einem D1 an. Hier würde ich sagen, wir sind in einer mehr oder weniger Seitwärtsbewegung drin. Das heißt, in tieferen Zeitfenstern. Also ich sehe jetzt hier einige Einstiegsmöglichkeiten. Aber die sind mir viel zu unsauber in den höheren Zeitframes. Also das heißt, ich gehe runter, bis ich ein klares, naja, sag ich mal, klares oder klaren Einstieg sehe und Ausstieg für einen mehr oder weniger kleinen Trade. Das Ding ist, es ist egal, ob Sie einen Langzeittrade eingehen oder einen Kurzzeittrade eingehen, denn Sie riskieren immer nur 0,2%. Und gewinnen halt dementsprechend auch. Also es ist egal, ob Sie 20 Pips machen oder 100 Pips machen. Das heißt ja, am Ende gewinnen im Geldwert ist immer dasselbe. Hier haben wir schon die Spitze durchbrochen. Ja, kämpfen hier noch gerade. Das könnte man als Ziel nehmen, diese Spitze. Was könnte man denn als Stop-Loss nehmen? Das wäre hier, aber dann würde das Chancen-Risiko-Verhältnis gar nicht passen. Das würde überhaupt nicht passen, meiner Meinung nach. Wenn man einen Live-Trade eingeht. Aber man könnte hier einen guten Sell-Trade machen. An dieser Spitze. Also wenn er hier nach unten durchbricht, könnte man hier, denke ich mal, einen super Sell-Trade machen bis zu dieser Spitze. Das machen wir auch. Dann nehmen wir uns wieder unsere Linien. Take Profit auf jeden Fall hier nach unten. Als Einstieg würde ich das hier nehmen. Ja. Wenn er das durchbricht. Ja, und Stop-Loss hat sich sogar automatisch richtig gesetzt. Hierhin an dieses Level. Ne, Moment. Ich werde das eher höher machen. So ein bisschen, dass das nicht auf den Punkt genau, sage ich mal. Verstehen Sie, was ich meine? Also wenn man das zu genau macht, dann kann sein, dass er kurz antatscht und nicht mal reingeht in diese Spitze und dann schon zack, ausgestoppt. Ja, also ich würde das so probieren, den Trade. Ja. Sag ich mal, wenn er jetzt hier durchbricht, wenn er hier so nach unten geht, dann hätte ich auf jeden Fall, ja, könnte man auf jeden Fall so hier bis nach unten durchsausen. So, und als letztes Währungspaar und nächster Rohstoff ist unser Gold. Gold-Dollar. XAUUSD. Schauen wir uns das wieder in einem Tageschart an. Ja, also hier, das ist in meinen Augen direkt das nächste Ziel. Dieses hier, diese Spitze, das wäre für mich das nächste Ziel, wenn er jetzt weiter hoch geht. Und als wenn man nach unten hätte, sehe ich es gar nicht. Ja, nach unten hätte ich jetzt diese Spitze hier genommen. Als Anhaltspunkt, das würde auch passen als Widerstand, aber ja, das ist ja diese Spitze und diese Spitze dasselbe Level. Also wenn er das durchbricht, sag ich mal, wieder nach unten abrutscht, könnte er bis hierhin weiter runtergehen. Bis zu diesem Level so. Da und dann eventuell auch noch hier weiter runter.
Was könnte man hier für ein Trade machen? Ich schaue mir mal das Ganze in den tieferen Zeitfenstern an. Hier ist es. Sehen Sie, wir haben hier schon den Einstieg wieder verpasst. Also das wäre gestern der Einstieg gewesen. Also auf jeden Fall dieses Level haben wir jetzt verpasst als Einstieg. Weil hier sieht man deutlich, zack, 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 drei Spitzen, die wurden durchbrochen. Der Kurs ist wieder nach unten durchgerauscht. Und wie gesagt, als nächstes Ziel sehe ich das hier. Als nächstes Ziel. Also ich würde sagen, ich habe den Einstieg hier schon verpasst in diesen Zeitfenstern. Schauen wir uns kleinere Zeitfenstern an. Hier, ja. Auch nicht. Im M30 könnte man hier was. M15 eventuell. Ne, es ist wahrscheinlich. Es ist zu spät. Es ist zu spät für dieses Währungs, weil jetzt finde ich zurzeit sehe ich hier nichts so Vernünftiges. Ne. Sehe ich nichts Vernünftiges. Natürlich könnte man ja spekulieren, dass man da dieses Stückchen da weiter hochgeht. Ich meine diese Spitze hier, Moment. Dass man hier bis zur Spitze weiter hochgeht, das wären, na, wie viel wären das? Das wären 121. Und als Stopp hätte ich das hier genommen und das wäre, ne, das wäre 1 zu 1 und ist mir zu unsicher der Trade, deswegen gehe ich hier erstmal gar nichts ein in diesem Währungspaar. Hier warte ich einfach noch ein bisschen ab, was hier noch läuft oder laufen sollte. Als nächstes könnte man überlegen, diese Spitze hier bis dahin, aber bis dahin, ich warte erstmal noch ab, was jetzt passiert. Also wir haben jetzt genug Trades abgesetzt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier sind Live-Trades. Genau, da sind die Live-Trades. Moment, ich mach mal den Gewinn in der Kontowährung. Live-Trades. Natürlich sind sie erstmal im Minus jetzt. Hier gehen welche ins Plus. Und auf diese Trades warten wir, bis die ausgelöst werden. In dem Sinne, verfolgen Sie diesen Kanal. Das Trade-Panel können Sie kostenlos runterladen. Und also ich denke, ich werde, je nachdem wie ich Zeit habe, jeden Tag eins oder sogar mehrere Videos machen, je nachdem wie der Markt gerade ist. Ja, oder wenn Events sind, dann werde ich halt direkt Video machen und hochladen. So, in diesem Sinne, viel Spaß beim Nachtraden. Oder wenn Sie Vorschläge haben oder allgemein andere Trading-Chancen sehen, posten Sie das einfach in die Kommentare und wir können das halt in der Gruppe oder halt mit den Leuten ausdiskutieren und ich werde auf jeden Fall auf die Fragen oder Anregungen eingehen. In diesem Fall viel Spaß beim Traden, Wladimir Antonov.